Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute geht es um ein Buch aus dem Elsevier oder Elsevier Verlag, der mir von Lea explizit empfohlen wurde. Und entsprechend meinen Interessen habe ich mir dann ein Buch aus dem Verlag besorgt, was mich besonders interessiert. Und zwar ist das ein praktischer Ratgeber mit dem unspektakulären Namen Laborwerte. In der heutigen Zeit ist man immer mehr darauf angewiesen, selber ein grundsätzliches Know-how zu entwickeln, um fähige von nicht fähigen Allgemeinärzten unterscheiden zu können. Was nicht unbedingt an den Ärzten selber, sondern eher am Preisdruck, mit dem diese arbeiten müssen, im Gesundheitssystem generell liegt. Und in der Diagnostik kann man auch mit klarem Menschenverstand und dem nötigen Fachwissen zumindest eklatante Fehler in der Diagnose erkennen. Sowohl in der Präanalytik, in der Durchführung der Diagnose und auch der Interpretation der Werte. Das Buch ist also meiner Meinung nach gleichermaßen für Ärzte, Labore und auch Privatpersonen geeignet. Wie ist das Buch aufgebaut? Der Kern des Buches sind natürlich die Laborwerte, die anhand des zu verwendeten Materials, deren Durchführung, der entsprechenden Referenzbereiche und der Diagnose gegenübergestellt werden. Aber es sind auch Kapitel zur Präanalytik, also der Vorbereitung der Entnahme, zu Infektion und den damit verbundenen Erregernachweisen, als auch zu Funktionstests und Tumormarkern enthalten. Aber das Kernstück dieses Buches Laborwerte und bei entsprechenden Namen des Buches auch nicht verwunderlich sind selbige. Fangen wir an mit meiner persönlichen Beurteilung dieses Büchleins. Also das Format ist kompakt und mir persönlich sehr angenehm. An den Seiten ist ein Griffregister markiert, wo man schnell entsprechende Laborwerte finden kann. Innerhalb der Diagnose werden auch bei entsprechenden Werten weitergehende Tests oder weitergehende Werte vorgeschlagen und man hat das Gefühl, dass die Diagnose wirklich rund ist. Natürlich ist sie sehr kompakt und sehr komprimiert. Also man wird hier keine seitenlangen Erklärungen zu den Werten finden, sondern meist in 4 bis 5 Sätzen eine kurze Einschätzung. Aber man arbeitet sehr viel mit Abkürzungen und erreicht daher auch eine hohe Informationsdichte, die den Preis von knapp 20 Euro für das Büchlein, da möchte ich auch schon mal vorgreifen, rechtfertigen. Analog des bereits eingangs erwähnten Kostendrucks der Medizinbranche wird auffallend häufig darauf hingewiesen, wie möglichst effektiv und kostenschonend gearbeitet werden sollte. Was sicher für den Arzt oder das Labor ein wichtiger Hinweis ist, aber ich als potenzieller Patient werde beim Lesen da intuitiv wahrgenommen viel zu häufig darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, in der Diagnostik möglichst kostenschonend zu arbeiten. Zumal auch explizit darauf hingewiesen wird, dass man Step by Step analysieren und nicht einen Rundumschlag machen sollte. Das bedeutet Werte testen und wenn die entsprechend ausfallen, dann weitere Tests machen und so weiter. Wenn man aber hingegen, was mir lieber wäre, gleich alles testen lässt, dann könnte man dann schneller eine entsprechende Diagnose stellen. Was ja im Sinne von mir oder dem Patienten allgemein wäre. Allerdings mit der Step-by-Step-Variante arbeitet man natürlich deutlich kosteneffektiver. Und wie schon erwähnt, unser Gesundheitssystem ist entsprechend ausgelegt. Das bedeutet auch, dass wenn mir jetzt als Leser unangenehm ist, immer darauf hingewiesen zu werden, kann ich hier deswegen das Buch nicht abwerten, weil es nun einmal notwendig ist. Wo ich aber in der Tat eine Abwertung vornehmen werde, ist, dass ich bei der Durchsicht einige Werte vermisst habe. Bei den meisten kann ich sagen, okay, diese sind so speziell, dass man aufgrund der Kompaktheit gewisse Kompromisse auch machen muss. Aber Holotranscobalamin nicht auszuführen ist in, also zumindest für mein Dafürhalten in keinster Weise zu rechtfertigen, zumal der B12 Serumswert, welcher für eine Analyse eines B12 Mangels nur sehr bedingt Aussagekraft hat, enthalten ist. Ich habe nach Synonymen für das Holotranscobalamin gesucht und auch da nichts gefunden. Also um auch auszuschließen, dass es einfach dass ein anderer Begriff gewählt wurde. Der Verweis auf den Intrinsic Factor Antikörper Untersuchung ist dabei sicher mildernd zu beurteilen. Aber letztlich repräsentiert das Holotranscobalamin das Protein, was B12 so an sich bindet, dass es von den Körperzellen auch aufgenommen werden kann. Und entsprechend klafft da meiner Meinung nach eine große Lücke in diesen Werten. Also mit diesem Verlust oder diesen nicht
Erwähnung vom Holotranscobalamin. Gerade wenn der Referenzbereich der B12-Werte im Serum von 200 bis 600 angegeben ist. Als praktisches Beispiel mal, ich hatte einen B12-Wert von 300, ebenso wie meine Freundin. Beide haben wir oder wären wir im Referenzbereich und ja, hätten keinen B12-Mangel. Nun aber haben wir beide Holotranscobalamin testen lassen und während sie mit 11 mit hoher Wahrscheinlichkeit einen B12-Mangel hat, habe ich mit 120 mit Sicherheit keinen B12-Mangel. Und ja, hier handelt es sich wirklich meiner Meinung nach um einen Hauptwert, also nicht einen irgendeinen speziellen Laborwert am Rande des Universums. Und da muss ich sagen, trotz positiven Gesamteindrucks, den ich hier habe, darf man auf solch einen wichtigen Wert nicht verzichten. Und da ziehe ich entsprechend konsequent auch einen Stern ab. Ansonsten kann ich aber ruhigen Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen und sogar empfehlen, dass jeder Haushalt dieses Buch besitzen sollte und im Falle einer Krankheit und einer entsprechenden Diagnostik seitens des Arztes auch fachlich kompetenten Beistand am Mann oder der Frau hat. Gerade im Zeitalter von Ärzten, die eben unter Kostendruck ja, wie nie zuvor quasi arbeiten müssen und entsprechende Fehler durch mangelnde Konzentration durchaus im Bereich des Möglichen sind. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder Nichtlesen. Euer Christian.